Jo Leute, Double Peace hier. Ich bin's wieder. Euer Lost Boy, Lost Emiliano. Ich habe, um ehrlich zu sein, überhaupt keinen Bock, dieses Video hochzuladen. Aber das, was ich jetzt beim Audi festgestellt habe, was der an Mängel hat, was jetzt hier im Video folgt, das sprengt für mich wirklich einfach absolut den Rahmen. Es macht keinen Spaß, es ist kein guter Content und es lohnt sich unterm Strich auch überhaupt nicht. Bitte geht nicht zu hart mit mir ins Gericht, ich sehe die Kommentare alle schon reinfliegen. Stellt euch wirklich einfach mal vor, dass ich wirklich im Alltag mit der Karre fahren muss und das auch irgendwie zeitlich auf die Reihe bekommen muss. Es erdrückt mich gerade einfach komplett. Also ich kann nicht jetzt eine Woche hier in der Halle wohnen mit meinem Hund, diese Karre durchschrauben. Nichtsdestotrotz wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Ich bin komplett verliebt in das Auto, das ist wirklich mein Ernst. Ja, du lass mich. Hast du das jetzt für dich gekauft oder für Wax? Nee, das habe ich tatsächlich nicht für mich gekauft. Okay. Ich bin kein Diesel-Fan, weil ich es nicht so mag, da dran zu schrauben. Ich muss eigentlich nicht immer sagen, dass ich es gut finde. Ne? Ich finde es einfach geil. Schon geil. Das Auto sehr, groß gelobt. Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video aus dem Audi. Ich würde mal sagen, das war's jetzt komplett. Wir haben nämlich jetzt hochoffiziell ein rot hinterlegtes PRNDS-System. Mit anderen Worten, Park, Ride, Chat? Nee, mit anderen Worten, Freunde, hat jetzt offiziell einen Fehler und lässt sich manuell nicht mehr durchschalten. Manuell war nämlich tatsächlich die einzige Möglichkeit, mit diesem Getriebe einigermaßen ruckelfrei zu fahren. Das bedeutet, ich habe das Ganze wie ein Schaltgetriebe gefahren, habe hier immer hoch und runter geschaltet. Jetzt bin ich auch in dem Modus und wie ihr unschwer erkennen könnt, zeigt er mir nicht 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 an, sondern automatisch Buchstaben. Wenn ich jetzt hier ein bisschen, bleibt das rot. Jetzt hat der Wagen, also wirklich jetzt, nachdem ich 600 Kilometer mit ihm gefahren bin, hat der Wagen jetzt erst gemerkt, dass er einen Getriebeschaden hat. Ja, wundervoll. Und bevor jetzt hier mein Kaffee gleich kommt, hoffe ich, dass ich jetzt bis Elmshorn komme, um das Fahrzeug wenigstens umzumelden. Das wäre auch mal ganz schön. Ich hatte einen Termin erst heute. Das war auch mit dem Vorbesitzer abgesprochen. Und ich würde mal sagen, ab zur Zulassungsstelle. Und hoffentlich schaltet er jetzt alle Gänge durch, weil ich habe gar keinen Bock, jetzt gleich mit 70 hier auf der Autobahn zu fahren, nur weil er nicht hochschaltet. Oh, guck mal, ich habe sogar jetzt so lange gelabert. Jetzt sind wir hier auf der Autobahn. Jetzt, oh Gott, das fängt schon an. Boah, das ist Vollgas übrigens. Ja. Kommt ganz schnell ein LKW. Ey, ohne Witz. Oh, Eiko! Eiko! Oh, Eiko-Folien-Leak. Dieser Becherhalter, der ist wirklich alles andere als cool. Das ist jetzt schon das zweite Mal, dass mir hier ein Kaffee komplett. Ja. Ne? Da gestern. Und heute jetzt der. Ey, ich glaube, ich lasse es einfach ohne Spaß. So, angekommen hier beim Heiligen Amt des Kreises Pinneberg. Ein sagenumwogenes Gebäude. Da ist es. Und pünktlich wie ein Eimer. Mein Termin ist erst in 15 Minuten. Das heißt, ich kann jetzt erstmal schön warten. Es ist die Ummeldung, Freunde. Auf dem alten Kennzeichen vom Vorbesitzer jetzt auf meinen Namen umgemeldet. Hat einfach nur schmackige 20 Euro gekostet. Digga, das lasse ich mir mal sowas von reingönnen, Alter. Das war die. Oh, es hat irgendwas geknackt. Das war die billigste Autoanmeldung, die ich jemals in meinem Leben hatte. Ich glaube, das mache ich ab jetzt nur noch so mit meinen Schrottkarren. Getriebe, Fehler, ist immer noch da. Also Auto an, aus, hat nichts gebracht. Das heißt für mich, in die Halle, fahr los. Oh, Alter, vibriert das Ding. Hier bin ich eben schon vorbeigegangen, ganz sehnsüchtig geguckt. Warte, gleich seht ihr sie. Oh Mann, ey. Eine schöne W222. Ich mache das Fenster jetzt nicht runter, weil es nicht mehr hochgeht. In Weinrot, Alter, als 500er in Langversion. Oh, Mann. Was habe ich nur falsch gemacht, dass ich jetzt nach 2 Jahren im Audi A6 sitze? Diesel. Angekommen in der Halle und ich würde sagen, wir beginnen direkt mal mit dem technischen Part. Zusätzlich muss ich den Wagen gleich nochmal auf die Bühne nehmen, denn ich muss gucken, ob das vordere Drehmomentlager bzw. die Drehmomentstütze und hinten das Getriebelager, wie die aussehen. Denn wir haben hier auf dieser A6-Plattform mehrere Motoren- und Getriebekombinationen, mehrere verschiedene. Natürlich halt Benzinmotoren, Dieselmotoren, alle möglichen Größen, keine Ahnung. Ich habe sie mir jetzt nicht alle angeguckt, da gibt es ja gefühlt alles von 2,3, 2,4, 2,5, 2,6. Ist auch egal. Fakt ist, wir haben hier den 163 PS Facelift Dieselmotor drin.
Ich glaube 2,4 heißt der, allerdings hat er 2490 Kubik oder so, steht zumindest im Schein. Ist auch egal, wir haben kein Quattro, das bedeutet, wir haben auf jeden Fall Multitronic-Getriebe drin. Kurzfassung, Multitronic war damals so eine geniale Erfindung von Audi. Das war so ein bisschen an Roller angelehnt. Wer früher mal mit Distanzring so Scooter getuned hat, der weiß, glaube ich, wie eine Variomatik funktioniert. Auf jeden Fall hat dieses Fahrzeug eine stufenlose Automatik. Zusätzlich hatte einen sogenannten Immolator. Ich weiß nicht genau, wie es funktioniert. Auf jeden Fall simuliert dieser, dass der Wagen 6 Gänge hat. Deswegen bin ich am Anfang auch davon ausgegangen, dass wir hier ein ZF-Getriebe drin haben, was ich ja auch im Bentley habe und was auch Eiko in seinem A8 hatte. Habe ich leider nicht. Ich habe eine Multitronic drin und diese Multitronic, die scheint so kaputt zu sein, dass sie auf D schon fährt wie ein Wandlergetriebe, also auch Schaltvorgänge hat. Das sollte normalerweise nicht so sein. Normalerweise, wenn man mit einer Multitronic durchbeschleunigt, blende ich euch mal einen Clip ein. Genau, das macht meine nicht. Wenn ich mit meinem durchbeschleunige, dann emuliert er Gänge. So, das ist schon mal ein deutliches Zeichen, dass sie kaputt ist. Das zweite deutliche Zeichen ist, dass wir Drehzahlrucken haben. Das ist höchstwahrscheinlich die Kette von diesem ganzen System, die überspringt. Da ist irgendwo eine Kette und wenn die halt sich zu weit gelenkt hat, springt die immer ein Glied über. In Kombination mit der komplett kaputten Motoraufhängung macht das ganze Fahrzeug jedes Mal so einen übertriebensten Ruck. Das haben wir ja auch schon festgestellt. Zusätzlich fährt das Fahrzeug extrem langsam an, was ein ziemlich sicheres Zeichen dafür ist, Anfahrkupplung kaputt ist. Jetzt mag man sagen, okay Max, lesen wir erstmal aus, bevor du hier mit diesem ganzen Halbwissen um dich schlägst. Ich gehe hier schon mal direkt rein in die Getriebesoftware und lass ihn schon mal auslesen. Jetzt könnte man sagen, okay Max, ja selber schuld, was kaufst du dir für 1000 Euro so eine Karre? Erwartest jedes Mal ein anderes Ergebnis? Du bist so blöd! Also ganz im Ernst, das Fahrzeug hat zwar 330.000 gelaufen, aber es hat auch schon ein Austauschgetriebe bekommen. Ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich habe wirklich das Gefühl, diese Autos, dieses VAG, einfach mal aus meiner Erfahrung von allen VAGs, die ich besessen habe, die haben alle zwischen 150.000 und 200.000 so übelste Probleme gemacht. Jetzt kann man sagen, ja, okay, aber du kaufst ja auch das Billigste vom Billigsten. Ja, Digga, wir kaufen uns die billigsten Benza, ich meine 1000 Euro S-Klasse, Eiko seine 900 Euro S-Klasse, dann hier den ML aus Kroatien für 2,2 und sowas. Und die Dinger laufen tausende von Kilometern, ohne dass man irgendwas macht. Weißt du, und dieses Ding bringt mich gefühlt nicht mal 100 Kilometer hier bis zur Halle. Genug geraged. Getriebe, einen einzigen Fehler, Schalter für Tiptronic, unplausibles Signal. Ja, danke dir, Digga. Wenn ich manuell schalten kann, reingehen in die Motorelektronik. Das ist tendenziell schlecht. Da könnt ihr mir jetzt vielleicht mal weiterhelfen. Wir haben nämlich im Motor Geber für Nadelhub, Unterbrechung, Kurzschluss nach Plus. Ich bin der Meinung, ich habe das unter meinem einen Video, unter meinem ersten Video gesehen, dass das wohl ein sehr teurer Fehler ist. You've got a whiskey on your breath, and I ain't the kind of woman. Ich werde jetzt einmal anschauen, ob ich von oben. Ja, da mein Motor ja beschlossen hat, extrem nach vorne und hinten zu nicken, wollte ich jetzt einfach mal nachgucken, ob der vorne eine Drehmomentstütze hat. Allerdings muss ich sagen, dass ich von hier aufgrund dieses Kastens, wo, glaube ich, ein Zahnriemen drin ist, ja mal so gar nichts erkennen. Nach hinten hin sehe ich auch nur Getriebe. Da muss ich, glaube ich, wirklich mal von unten komplett ranschauen. So, auf jeden Fall. Alter, was ist denn hier los? Alter! Also, abgesehen davon, dass das Ding ja ekelhaft am Siffen ist, Mann. Boah, da habe ich ja, nee, Alter, da habe ich ja gar keinen Bock mehr. Haben wir hier vorne ein gebrochenes Lager, einfach. Seht ihr das? Das muss auf jeden Fall neu hier. Ist das ein Tennisball, den sie darüber gemacht haben? Nee, das Getriebe wird auf zwei Haltern gehalten. Okay. Die sehen eigentlich größtenteils heil aus, ne? Oh, ist das ekelhaft, Mann. Nee, das geht gar nicht, ey. Und da habe ich auch gar keinen Bock drauf. Guckt euch die Siffe hier mal an. Das war ja schon so eklig, wo wir den Dings hier abgemacht haben.
Das Ding. Das war ja schon krass. Ja, ich hatte eigentlich gehofft, dass die ganze Siffe, die wir da in der Motorabdeckung hatten, in der Pappe, dass die vielleicht daher kommt, dass hier so lange kein Ölwechsel mehr gemacht wurde und der Ölfilterdeckel einfach undicht ist. Aber offenbar scheint da ja irgendwo nochmal ein richtiges Problem zu sein. So ein bisschen haben wir da in der Mitte noch einen kleinen See. Das ist die höchste Stelle, die irgendwie Siff dran hat, die Lichtmaschine ist. Das macht für mich gar keinen Sinn. Aber guck mal hier. Wir haben hier das eine Motorlager und das ist so ein elektrisch gesteuertes Hydrolager. Und jetzt guckt euch das mal an hier. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt eingefangen bekomme. Ist das normal? Das ist einfach der Stecker, der gehört da oben rauf. Warum ist denn der hier nicht drauf? Muss man den noch drehen oder so? Funktioniert denn der Mechanismus? Nee, der Stecker ist hier kaputt. Irgendwie. Wie sieht's auf der anderen Seite aus? Wo ist das Motorlager? Da ist es. Oh Gott. Ey, kein Spaß. Da ist der Stecker drauf. Also ich ziehe jetzt einmal kurz ein Resümee. Lass dabei bewusst die optischen Mängel raus. Wir haben einen Motor mit Nockenwellenproblemen, wo schon Hydrostöße komplett Probleme machen. Alleine das wäre schon genug Grund, den Motor wieder abzustoßen. Dann haben wir zusätzlich dieses komische Nadelproblem, oder was ich da eben ausgelesen habe, was wohl auch ziemlich teuer ist. Im dritten haben wir ein Getriebeproblem, ganz offensichtlich, mit einem absoluten Scheißgetriebe, was ich, so wie weit ich gehört habe und soweit ich mich informiert habe, was sich auch nicht damit erledigen lässt, einfach nur einen Getriebeölwechsel zu machen. Dann haben wir zwei defekte Antriebswellen, zwei defekte Motorlager, ein Radlager vorne rechts macht auch Geräusche, ein defektes Getriebelager und jetzt zusätzlich noch irgendwas, was am Motorlager abgegangen ist und massiven Ölverlust. Warte, es waren 9 Punkte. 9 Punkte, dieses Auto komplett abzustoßen. Also wenn ihr euch jemals fragt, wann mein Content je loster war, das ist wirklich gerade, also... Und das alles nur, weil ich mir ein Auto gekauft habe, weil ich keinen Bock hatte, das Wasserröhrchen bei Wax zu machen. Ja, ich würde sagen, war ein schönes Experiment. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare, falls irgendjemand Bock hat auf den Hobel. Ich nehme Angebote gerne entgegen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Besorgt mir jetzt erstmal eine Jahreskarte, öffentliche Verkehrsmittel. Haut rein, Freunde. Ciao.